Ja, warum stehen wir eigentlich hier? Eins der neuesten Nachrichten, was ich jetzt gelesen habe, heute. Massengräber bei Donetsk entdeckt. Weil wir haben letzte Woche durch Mark als Augenzeuge sehr, sehr viele Sachen gehört, die da unten abgehen. Und hier ist jetzt auch wieder ein Bericht darüber. Drei Gräber mit Dutzenden toten Zivilisten wurden bei Donetsk entdeckt. Offenbar hat ein von Oligarchen finanziertes Bastion hier ein Massaker veranstaltet und die Menschen erst hingerichtet und dann verscharrt. In drei nicht gekennzeichneten Gräbern wurden zahlreiche Leichen gefunden. Die Bürgerwehr hatte am Montag unter anderem zwei davon in Bergwerken entdeckt. Vermutlich sind die Zivilisten vom ukrainischen Bataillon Aida erschossen worden. Die Mörder hatten ihre Opfer unmenschlich behandelt, die Hände hinter dem Rücken gefesselt und sie dann hingerichtet. Zwei der Gräber wurden in einem Kohlenbergwerk in der Nähe des Dorfs Kommunar vorgefunden, 35 Kilometer nordöstlich von Donetsk, und eins innerhalb des Dorfes. So die OSZE in ihrem Bericht. Der Staatsanwalt der Volksrepublik Donetsk ist bereits in diesem Fall tätig. Alle Fakten sollen in Kürze veröffentlicht werden. Die Gräueltaten und Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung sind über das gesamte Gebiet des ukrainischen Militärs verteilt. Wo die ukrainischen Einheiten waren, sind Plünderungen und Raub zur Normalität geworden. Ganze Familien lebten viele Tage in Kellern und hatten Angst, sie zu verlassen. Kiews Mörderbande haben alle Geräte und Möbel geplündert, sagen die Dorfbewohner. Und das Gleiche hat ja im Prinzip Mark letzte Woche aus seinen Erfahrungen aus der Ukraine auch geschildert, dass also auch Familien teilweise einen ganzen Monat nur im Keller verbracht haben. Und das Schlimme ist, dass unsere Regierung, dieser ukrainischen Regierung, die Truppen einsetzen, die ein Hakenkreuz auf dem Helm haben, die ein SS-Zeichen auf dem Helm tragen, denen noch die Hand schütteln, von unseren Steuergeldern 500 Millionen gerade jetzt wieder zu deren Unterstützung gehen. Und genau, pfui. Und das kann nicht sein. Mein Steuergeld ist nicht dafür da, dass irgendwelche Faschisten im Ausland oder sonst wo eingesetzt werden, damit irgendwelche Zivilbevölkerung hingerichtet wird, bombardiert wird, geschlachtet werden. Und dagegen stehen wir hier, oder dafür stehen wir hier, dass das aufhört. Endlich, dass die deutsche Regierung sich mit Faschisten einlässt und diese auch noch unterstützt. Ich glaube, das haben wir hier in Deutschland doch schon alles schon mal durch. Und Leute, es sind 2000 Kilometer. Es ist nicht ewig weit, wo das Ganze jetzt im Moment passiert. Unsere Ukraine-Hilfe fährt mit dem Auto da drunter. Es ist zum Greifen nah. Und wie schnell kann das hier rüberschwappen? Aber darum geht es gar nicht. Es geht ja jetzt schon um die Menschen, die dort unten leiden müssen. Und auch die Gefahr, und dass wir uns der Gefahr bewusst sind, dass es hier genauso passieren kann. Und dass wir deswegen hier stehen. Und wie Zeynep sagt, jeder Mensch hat einen Grund, hier auf den Mahnwachen zu sein. Und bitte sprecht jeden an, hier auf die Mahnwachen zu kommen und mit uns aufzustehen. Dort oben, wir haben einen neuen Banner seit heute. Braunschweig steht auf für Frieden. Jawohl, wir stehen auf für Frieden und wir freuen uns über jeden, der friedlich mit uns gemeinsam auch diesen Weg geht. Wir haben ja hier offenes Mikro, das heißt, wie gesagt, wir haben hier keine Vorgaben, außer dass wir sagen, keine Hetze gegen irgendwelche Menschen oder Organisation, und wer etwas sagen möchte, der kann sich gerne bei uns melden, kann gerne kurz hier Redezeit einfordern, dass er hier auch was erzählen kann. Und ich möchte jetzt als nächstes erstmal unseren Olli ans Mikro bitten. Olli,
einen Riesenapplaus für unseren Olli, die meisten kennen ihn schon. Ja Leute, mir ist gestern was Doofes passiert, mir ist der Humor abgegangen. Ich wollte gestern eigentlich einen schönen Podcast machen, der auch so